Oh Junge, wir sind zurück in... Moment mal. Das hier ist das falsche Stockwerk, Mann. Ich glaube, wir sind bei The Doors gelandet. Bei The Doors? Der Obby? Die Obby, The Doors Obby. Meine Damen und Herren, wir sind zurück hier in Roblox und wir haben hier eine coole Map für euch rausgesucht. Nämlich ist das hier die Spooky Halloween. Fantastubulösigste Gruselmap, die es überhaupt... Okay, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was machen die ganzen Augen hier in der Wand? Du musst ein bisschen aufpassen. Ich habe The Doors schon mal... Oder Doors habe ich ja schon mal gespielt, Leute. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt mal unbedingt das Video aus. Da bin ich tatsächlich bis Tür 50 gekommen. Und das ist schon extrem, extrem gut. Und das nächste Mal probieren wir es bis Tür 100. Und hier stehen auch einfach nur ein paar Türen rum. Das ist toll. Und es ist irgendwie ein bisschen... Du hast es bis Tür 50 geschafft? Ich habe es tatsächlich bis Tür 50 geschafft. Und Leute, ich werde es schaffen, das nächste Mal bis Tür 100 zu schaffen. Und dann mache ich einen Speedrun mit euch zusammen. Aber erstmal müssen wir hier mit dem guten alten Roman diese Obby-Bobby durchziehen. Alter, das Auge verfolgt dich. Guck mal, das Auge verfolgt dich. Das ist voll crazy. Gruselwusel. Das ist hier die Vorbereitung, Roman. Du musst jetzt nämlich auch dann bald mit mir das hier aufnehmen. Aua. The Doors? Dann müssen wir hier die Türen öffnen. Genau, kann man auch zu zweit machen. Ich bin bei so Gruselsachen raus. Hast du da Angst? Ich bin da viel zu ängstlich für. Hast du dann etwa ein bisschen Kacki in der Hose? Ich habe einen richtig dicken Kacki in der Hose. Ich habe richtig in die Hose geprattelt. Ich habe einen richtig dicken Kacki. Lauf mal hier gegen so eine Säule. Bringt es? Nein, mach du mal. Lauf mal dagegen. Da passiert nichts, ich schwör's. Ich habe gemacht. Guck mal, da passiert ja wirklich nichts. Ja, siehst du? Ich habe einfach Mutprobe, Mutprobe. Okay, wir laufen durch. Lauf mal gegen so einen Schrank. Okay, hier. Hä, ist ja voll dumm. Ja, siehst du? Hier, das, der nächste Gegenstand ist dann von dir. Oh, lauf mal hier gegen auf so ein orangenes Ding. So dumm. Okay, ja, gucken wir mal weiter. Zack. Zack. Oh mein Gott. Ah, du musst aber aufpassen, wenn du zu nah an das Rote kommst, wirst du gegrillt, Mann. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendeine rote Flüssigkeit bei Doors Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich hab die Kamera einfach falsch herum gehabt. Oh mein Gott. Ah, ich bin rückwärts gelaufen. Ich bin so ein Riese. Man nur so dumm sein? Wir sind übrigens jetzt gerade bei Tür Nummer 7. Und wisst ihr, was das heißt? Ich weiß nicht, was es heißt. Aber falls ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Wir laufen durch und wir haben es... Was passiert, wenn ich hier gegenlaufe? Nichts. Gar nichts. Was passiert, wenn ich hier drüber kletter? Nichts. Okay. Es ist eine äußerst interessante Obby, denn draußen ist es am Regnen. Draußen ist es am Regnen. Und die Sonne scheint nicht mehr. Und die Sonne scheint nicht. Und ich laufe gern hier. Ich laufe über diese Platten. Ich will doch auch einfach nur ans Ziel kommen. Aua. Leute, was mache ich hier gerade? Ich schaffe es. Okay, sehr gut. Was für eine Obby. Diese Obby ist unglaublich. Stopp, es ist keine Obby. Es ist ein Parcours. Denn wenn du Obby sagst, sagen die Leute, Moment mal, das ist keine Obby, sondern ein Parcours. Ey, guck mal, da bist du. Da bin ich. Traust du dich da in die Guffe zu springen? Oh, okay. Die Guffe. Alter, du stirbst ja sogar nur, wenn du da dran riechst. Riech mal da dran. Nee. Aua. Doch, einfach schon. Oh mein Gott, der Typ ist einfach trotzdem gestorben. Aber, Alter, man stirbt hier die ganze Zeit einfach so ohne Grund. Ja, weil man zu nah an dieses rote Zeug da rankommt. Da ist ja der Typ. Alter, das ist Ambush. Das ist ein neuer Charakter hier links. Das ist Ambush, soweit ich weiß. Ich habe mich letztens damit ein bisschen auseinandergesetzt mit den Charakteren. Ja, das ist Ambush. Und der eine, der hier immer rumfliegt, der dich verfolgt, Ambush das ist heißt Rush. Ist einfach Hinterhalt, gell? Und das da ist die Figur oder das Wesen oder so. Was ist das? Das da oder Kreatur oder so heißt der, genau. Ich habe ein bisschen mich damit auseinandergesetzt, Leute. Also ihr könnt jetzt nicht in die Kommentare schreiben, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß nämlich ein bisschen was. Oh mein Gott. Alter, das hier ist Screech. So heißt der. Screech heißt der hier, weil der dich nämlich anguckt und macht so Screech. Was? Und dann musst du, wenn der zu dir kommt, musst du ganz schnell durch alle Richtungen gucken, damit er dich nicht kriegt. So ganz schnell so überall hingucken. Screech ist schon eine böse, böse Sache. Der kann dich auch beißen. Der macht dann so und dann hast du Dings. Fliegenden Teppich kaufen? Nein, danke. Mir wurde der fliegende Teppich auch schon so oft Aber wofür? Mann. Wofür brauche ich hier drinnen einen fliegenden Teppich, Mann? Was ist das denn hier für eine Tür, Mann? Das hier ist Tür Nummer 6. Wie kann es sein, dass wir eben bei Tür Nummer 7 waren und jetzt sind wir bei Tür 6? Vielleicht und das hier ist das Spiel das hier ist auch Tür 6. Hä, gehen wir rückwärts gerade? Laufen wir gerade hinaus ins Glück?
Ich weiß es nicht. Keine das Ahnung. Das hier sieht irgendwie komisch aus. Das Tür Nummer 6. Das ist eine geheime Tür. Eine geheime Tür? Willst du kurz auf mich warten? Moment, ich kletter mal hier kurz drüber. Das ist die geheime Tür. Was befindet sich hinter Tür Nummer 6? Ich lauf einfach durch. Oh mein Gott. Was? Hier ist schon das Ende? Wir sind einfach fertig. Was? Oh mein Gott. Crazy. Ui, guck mal, ich habe den Feuerweg. Hä, was kann man hier noch machen? Keine Ahnung. Der Walkspeed kann man erhöhen? Oh, ich steck fest. Ich steck fest. Wo steckst du fest? In diesen Dingern? Ja, ich steck einfach fest. Hä? Alter, wir können die Obby noch rückwärts machen. Lass mal die Obby in super schnell. Ja, genau. Einfach damit wir auf 10 Minuten kommen. Lass schnell machen. Lass mal die Obby einfach rückwärts machen. Guck mal, ich kann einfach hier so drüber gehen jetzt. Lol. Oh mein Gott. Hier ist Screech einfach von hinten. Man kann die Obby wirklich einmal... Oh, lol. Man kann die einfach von vorne und nach hinten machen. Oh nein, machen. Wenn du tot bist, kannst du das nicht nochmal machen. Oh nein. Doch, kannst du. Du musst es halt auf einmal schaffen. Ey, du musst, weißt du, was du machen musst? Du musst dir den fliegenden Teppich jetzt kaufen. Jetzt ist der Moment. Soll ich ihn mal kaufen? Warte. Ja, kauf mal den fliegenden Teppich. 49 Robux. 49 ist noch günstig. Manche verkaufen den für 400, Mann. Hä? Ich hab ihn gar nicht gekriegt, Mann. Echt nicht? Nein. Ist es wieder ein Roblox-Scam-Geschäft? Ich hab keinen. Ey, ich hab den nicht gekriegt, Mann. Oh, nö. Hä? Eigentümer kaufen. Möchten Sie Eigentümer kaufen? Alle töten. Kaufen wir alle töten? Geht nicht. Hä, ich kann ja... Hast du es gekauft? Kannst du den fliegenden Teppich kaufen? Oh, nee, ich hab mir auch vorhin diesen einen Anzug da gekauft und ich hab ihn nicht bekommen. Hä, wieso? Ich glaub, das ist ein Scam. Ich will den fliegenden Teppich haben. Ich will wieder zurück. Ich will wieder hier raus. Ey, man kann sich auch Admin kaufen. Wie viel kostet Admin? 69 Robux. Ich kauf mir Admin. Kauf mal Admin. Mal gucken, was da jetzt passiert. Okay, du hast Admin gekauft. Alle töten. Hä? Und? Keine Ahnung, Mann. Hier steht, dass hier... Du hast den Mod-Admin-Dingenskirchen geunlockt. Was ist mit dem Hammer? Kauf den Hammer, Mann. Du musst den Hammer kaufen. Es funktioniert alles nicht. Ich schwör's dir. Ich hab hier alles gekauft. Ich habe alles gekauft, ich habe nichts gekriegt. Das ist so ein klassisches Roblox-Phänomen. Oh mein Gott, Junge, was soll ich jetzt machen? Alter, ich habe ihn. Oh mein Gott. Ich habe den Obby-God-Teppich. Du hast echt den Obby-God-Teppich. Kannst du damit fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Ist der ohne Flugfunktion? Ich kann einfach nicht fliegen. Hä, deswegen war der auch so günstig, ha? Hä, willst du mich veräppeln? Aber guck mal, was ich auch habe. Was hast du noch? Oha. Den Hammer. Was kann man mit dem Hammer machen? Kann man irgendwas mit dem Hammer machen? Mann! Also, ich sterbe als... Mir wird auch gerade der fliegende Teppich zum Kaufen angeboten. Soll ich ihn kaufen, Lars? Ich habe diesen Teppich bereits, aber du kannst damit einfach nichts machen. Du kannst mit diesem dummen Teppich einfach nichts machen. Aber in manchen Karten kann man damit was machen. Also eigentlich sollte man mit dem fliegen können. Boah, ich sterbe die ganze Zeit. Bring dich die Doors um. In den Doors. Wundermark. Hä? Wir haben jetzt die Obby geschafft, aber ich kann einfach nicht... Ah! Ich kann einfach nicht fliegen. Ich kann einfach nicht fliegen. Alter, ich sterbe nonstop. Alter, ich bin hier die ganze Zeit nur am Sterben. Diese Obby ist einfach ein Scam. Oh, ich sehe dich. Warte, du hängst in der Luft fest, Mann. Ich habe mir jetzt eine Sprungfeder gekauft. Warte, ich resette mich mal kurz. Okay, resette dich und dann kriegst du die bestimmt. Hast du sie? Die bringt halt auch gar nichts. Das sind einfach nur die Skins, die er eingebaut hat. Warum macht man denn so eine Obby, die nicht mal funktioniert? Oh mein Gott, ich bin nur am Sterben. Okay, keine Ahnung, Leute. Das hier ist auf jeden Fall die größte Scam-Obby, die wir jemals gespielt haben. Zu kurz, in erster Linie zu kurz. Dann mein fliegender Teppich fliegt nicht. Meine Sprungfeder springt nicht. Mein Kumpel nervt mich. Hallo. Es ist einfach nur noch traurig, Leute. Es ist einfach nur noch traurig. Und weißt du, was man machen kann? Man kann sich einfach Skip Stage für 25 Robux kaufen. Kauf das mal. Soll ich mal einfach kaufen? Mal gucken, ob das funktioniert. Wir gucken mal, ob das klappt. Skip Stage. Ja! Skip Stage hat geklappt. Gott. Weißt du, was das Dumme ist? Ich bin einfach nur so von diesen... Guck mal hier. Komm mal hierher. Ich stand hier. Guck. Ich stand hier und mach so Skip Stage und auf einmal stehe ich nur hier am anderen Ende. Für 25 Robux einfach. Oh, Junge, ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Okay, egal, Leute. Wir haben die Folge auf jeden Fall damit nochmal gerettet. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss. Kauf keinen Mist mit Robux, Leute. Ihr seht das. Das ist manchmal hier ein bisschen Veräpplung, okay? Spart eure Robux. Spart eure Robux für einen Lamborghini. Wir sehen uns. Ciao, Leute. Tschüss.